Hey, hallihallo, liebe Kinder. Schön, dass ihr da seid. Oh, da ist uns ja wieder eine schöne Bastelidee ins Netz gegangen. Ich hole sie mal raus. Wir schauen mal zusammen, was das wohl heute ist. Moment. Ha, ihr habt es sofort richtig erkannt. Ganz genau, dies ist eine... Yes, eine Frisbee-Scheibe. Die ist super, um draußen zu spielen. Und in einem großen Abstand könnt ihr euch aufstellen und einer von euch wirft die Frisbee-Scheibe und der andere kann sie dann auffangen. Da habt ihr schön Bewegung an frischer Luft und vorher viel Spaß bei der Bastelaktion. Um so eine Frisbee-Scheibe zu basteln, braucht ihr gar nicht viele Sachen. Was es im Einzelnen ist, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und dann kann es auch schon losgehen. Seid ihr bereit? Dann geht's los. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Ich habe mal unser Bastelkörbchen geholt und wir schauen mal, welche Materialien wir heute benötigen. Ihr braucht zuerst 2 Packteller. 1, 2. Außerdem benötigt ihr einen Tacker und eine erwachsene Person, die euch hilft, den Tacker zu bedienen. Wir brauchen eine Schere, einen dicken Stift, wenn ihr habt. Und natürlich, damit die Frisbee-Scheibe schön bunt wird, benötigt ihr auch Farbe. Ich habe mich hier für Wachsmaler entschieden, aber ihr könnt auch jede andere Stifte benutzen, Filzstifte oder auch Tusche. Wenn wir das alles beisammen haben, dann können wir auch schon sofort anfangen. Als erstes nehmt ihr euch die beiden Teller vor und auf diesen Teller malen wir erstmal diesen Rand hier nach, den ihr hier vorne sehen könnt. Das ist unsere Markierung, wo wir nachher ausschneiden wollen. Damit ihr diesen Rand gut abmalen könnt, legt ihr am besten den Teller hin. Schaut mal. So habt ihr den Rand schon auf den Teller bekommen. Und das machen wir bei allen beiden Tellern. Den anderen könnt ihr so lange drunter legen. Und auch hier malt ihr wieder schön den Rand nach. Wenn es ein bisschen kruckelig wird, keine Sorge, ist nicht schlimm. Das schneiden wir nachher sowieso aus. Genau, ich mache euch eine Markierung. Da brauchen wir gleich nicht anzumalen. Nämlich hier wollen wir gleich dieses Mittelteil ausschneiden. Das bedeutet, hier brauchen wir nicht anmalen. Alles andere können wir jetzt anfangen, bunt zu gestalten. Ich habe mich hier für die Wachsmaler entschieden. Mit den Stiften, für die ihr euch entschieden habt, könnt ihr schön den Rand des Tellers anmalen. Ich mag gerne Regenbogenfarben, deswegen benutze ich alle bunten möglichen Farben und gestalte diesen Teller. Wer ein bisschen über den Rand malt, das ist überhaupt gar nicht schlimm, denn dieses ist ja unsere Linie, wo wir nachher ausschneiden. Ruckzuck habt ihr dann auch schon den Teller bemalt. So, mein Teller ist jetzt fertig. So schön bunt ist er geworden. Richtig schön regenbogenfarbig. Als nächstes brauchen wir die Schere und eine erwachsene Person, die euch hier mal eine Ritze reinschneidet, damit ihr besser ausschneiden könnt. Ich mache das mal vor. Die erwachsene Person, die bei euch in der Nähe ist, kann das gleich für euch auch mal machen. Macht hier eine Ritze rein. Vorsichtig mit Tischdecken und anderen Sachen. Ich habe hier eine Holzplatte drunter. So. Jetzt habt ihr da eine Ritze drin und könnt anfangen auszuschneiden. Da könnt ihr erstmal hier an den Strichen lang schneiden, mit denen ihr die Mitte markiert habt. Dann ist das nämlich alles viel einfacher. So. Und anhand dieser Striche könnt ihr dann auch hier am Rand lang schneiden. Das geht jetzt einfacher, weil, wie ihr seht, ist das hier schon ab. Da kann man das viel besser abschneiden. Und so schneiden wir den ganzen Teller einmal das Mittelteil hier raus. Da unsere Frisbee-Scheibe aus 2 Tellern besteht, macht ihr das mit dem zweiten Teller, den ihr habt, genauso. Auch den könnt ihr wieder schön bunt gestalten und anmalen.
Wenn ihr zwei Teller bemalt habt, sieht das Ganze dann so aus. Und auch den zweiten Teller wollen wir jetzt schön bemalen. Vorher mache ich uns auch hier ein Kreuzchen drauf, wo ihr nicht anmalen braucht. So. Und ich entscheide mich jetzt hier mal für grün und male erstmal ein paar Kreise drauf. Kreise, Kreise, Kreise. Hier auch noch ein. Dann nehme ich noch ein Pink dazu. Ihr nehmt die Farben, die euch gefallen und könnt den Tellerrand so gestalten, wie ihr das möchtet und schön findet. Als nächstes male ich hier noch so Schlangenlinien rein. So, das wird schön bunt. Noch ein bisschen mehr Schlangenlinien. Wie gesagt, wenn ihr über diesen Rand hier malt, ist das ganz egal. Hauptsache, der Teller wird schön bunt. Hui, das macht Spaß und ist schön für Leute, die gerne mit Farbe umgehen. So, so sieht jetzt mein zweites Exemplar aus. Und auch das kann ich gleich schneiden. Hier macht wieder die erwachsene Person euch die Striche rein, die Ritzen rein, wo ihr schneiden könnt. Das ist dann nämlich viel einfacher. Und ihr fangt wieder an, den Teller abzuschneiden. Immer schön erstmal von der Mitte schneidet ihr nach außen und danach am Rand entlang. Zwischendurch räumt ihr am besten immer euren Arbeitsplatz auf, damit ihr gut Platz habt. Und Sachen, die wir nicht mehr brauchen, können wir gleich zur Seite legen. Auch die Stifte brauchen wir jetzt nicht mehr. Und können wir wieder. Jetzt haben wir zwei so schön bemalte Tellerränder. Als nächstes brauchen wir unseren Tacker und die erwachsene Person, die euch hilft, mit dem Tacker umzugehen. Ihr nehmt jetzt für diesen Schritt diese beiden bemalten Tellerränder und die dreht ihr zunächst um. Jetzt nehmt ihr den rechten Tellerrand und legt ihn mit der weißen Seite auf die weiße Seite von dem anderen Tellerrand. Sieht das Ganze so aus von einer Seite. Von der anderen Seite, ha, sieht es so aus. Und ihr seht, hier zwischen ist ein Hohlraum entstanden. Das ist auch ganz genau richtig so. Den brauchen wir auch. Ihr legt nur diesen Tellerrand schön Rand auf Rand. Und dann fangen wir an, das hier zusammen zu tackern. Die erwachsene Person hilft euch ein bisschen dabei, weil es schön ist, wenn ihr sehr nah hier am Rand tackert. Ihr seht, zwei Tellerränder und die werden jetzt aneinander getackert. Schön am Rand und kräftig. Jawohl. Und gleich noch einmal schön am Rand und kräftig getackert. Ihr ahnt es schon, dass unsere Frisbee-Scheibe gleich fertig ist und wir uns richtig drüber freuen können, mit dieser nach draußen zu stürmen und im Freien damit zu spielen. Ja, ihr seht, ruckzuck ist schon unsere Frisbee-Scheibe fertig. Die ist jetzt zusammengetackert und hält super gut zusammen. Jetzt könnt ihr euch draußen hinstellen und ich würde euch total gerne diese Frisbee-Scheibe jetzt so zuwerfen. Aber dann würde ich in die Kamera treffen und dann könnten wir gar nicht weiter zusammen basteln. Weil ich aber noch ganz viele andere Ideen habe, entlasse ich euch jetzt erstmal mit eurer Frisbee-Scheibe, die ihr gleich bastelt, nach draußen zum Spielen. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam kreativ sind. Macht es gut, bleibt gesund und dann bis bald. Tschüss!